Hase, wo bist du? Ja, mein Schatz, ich bin auf dem Weg. Setz dich da schon mal hin. Wir sind gleich da. Cool. Toll, soll ich da jetzt durchkommen? Ja, Entschuldigung. Ich zarte Elfe, Ja, kein Platz hier im klar. Haus. Jawohl. Kriegt doch die Bettkante, kriege ich hier nur, wo wir so ein großes Bett haben. Stimmt ja gar nicht, ich krieg die Bettkante. Da klaut sie mir die Decke. Nein. Ja, das habe ich gefunden. Das war ein Lutschen, ne? Ja. Guck mal, wie klein der mal war. Da hat der Pups mal reingepasst. Ja, Ja. vom Jahr. Das ist vor einem Jahr gewesen? Ja. Er hat ja mal einen Satz gemacht. Das ist aber groß geworden, du. Ja. Ja. Aber ich habe auch ein tolles Pulloverchen, halt mal fest. Halt mal. Hebt deine Füße mal enger. Das ist alles auf dem Video drauf. Ja, das ist schön, dass du mir das zeigst. Du bist das Feigen nach dem Video, du Ja. Knaller, du. Ja, aber nicht gewaschen. Ja, das lachen wir gerne. Aber Autogramme. Originalautogramme? Ja. Hast du das selber gemalt? Ja. Was du denn da, was auch kennt? Das ist schon eine ganze Zeit her, ja. Wer ist denn das noch? Das weiß Der ich nicht. Chef, das ist das nicht hier Miku? Weiß ich nicht mehr. Das muss, ist ja ein Jahr bei? Nein, leider nicht. Der Chef, das muss noch, der muss aber wirklich Kind gewesen sein. Das ist 20 Jahre her, wenn nicht länger. Du hast das zu mir gesagt, du bist noch gar nicht so lange Werder-Fan. Bist du doch schon Ich länger habe Werder-Fan? Karten, da war noch D-Mark-Zeiten, glaube ich. Oder 10 Euro oder was? Die hast du auch? Ja. Die liegen aber jetzt leider im Keller. Ja, das klingt nicht gut. Die haben vielleicht Wert. Also der Chef, Ich habe noch das. alle Eintrittskarten vom Weserstadion. Echt? Die musst du mal irgendwie einrahmen oder irgendwas. Kannst du auch mal an die Wand machen. Ja. Das Trikot, das kannst du dir auch im Bilderrahmen kaufen und einrahmen. Ja, das will ich auch einrahmen. Das andere auch von dem Chef, das wird wohl ein bisschen was wert sein. Von der Ja. Crew. Naja, gut. Das kann man auch mitnehmen und unterschreiben lassen, Tag der Fans. Ja, bestimmt. Oder wenn wir wieder an dieser Türe da stehen. Ja. Wie Dankeschön. weit sind wir dann mit Lesen gekommen? Ich bin auf Seite 116, 117, Ah ja, okay. Kapitel 16. Okay. Ja, wenn wir eben Bock heute ein bisschen, also müssen wir ohne unseren Kameramann auskommen. Ja. Bisschen tiefer muss man es halber denken. Wir haben gestern gespielt, wie fandest du das Spiel denn? Naja, hatte auf einen Sieg gehofft. Ja, ich muss ja mal wieder. Zetti hat das 1-0, da hat er nach vorne weggefäustet. Das hätte er eigentlich fangen müssen oder zur Seite wegfäusten müssen. Das geht so ein bisschen auf seine Kappe. Abwehr sind wir total überlaufen worden. Da sieht man richtig, dass wir da nicht eingespielt sind. Auch Martinelli ist bei den einen Tor, ich glaube, das war 0-2, zu kritisieren. Da ist er überlaufen worden. Man, das hat ein gutes Spiel gemacht, weil die eine Spielszene war halt schlecht. Und das summiert sich halt in diesen 90 Minuten, wenn du es dann 5 Minuten schlecht machst und die anderen 85 Minuten hast du trotzdem verloren. Ja. So, von der Qualität her waren wir uns klar überlegen, das wussten wir im Vorfeld. Ich habe eher so gedacht, dass sie sich mal ein bisschen Mühe geben, dass sie so spielen gegen Leipzig, dass sie das Spielsystem ändern. Und wo die Aufstellung im Fernsehen kam, dann, das war das ja gestern, dann habe ich auch gedacht, die spielen auch erst so. Aber scheinbar haben die dann doch wieder den 3-5-2 gespielt. Naja, in der 21. Minute hat der D. Malen das 0-1 geschossen. In der 38. Minute hat der J. Sancho das 0-2 geschossen. Dann gab es in der 46. Minute die rote Karte von M. Sabitzer. Die war spielentscheidend, das muss man ganz klar sagen. Da, Ja. dann hat Dortmund sich quasi noch in die Pause retten können. Das war, glaube ich, so ein bisschen ihr Glück. Da konnten sie umstellen, da konnten sie ein paar Sachen verändern. Gelbe Karten ganz vom Schmidt, 77. Minute und also für Werder und für Dortmund noch der Schlotterbeck, der 79. Minute und den Adeyemi in der 66. Minute. Und Justin hat dann nachher noch in der Zusammenarbeit durch Schmidti und sowas in der 70. Minute das 1-2 geschossen. So, und da habe Ja. ich echt gedacht gehabt, in der 70. Minute schießt du das 1-2. Du hast theoretisch noch. Wir hatten theoretisch noch 25 Minuten Zeit gehabt, das Spiel mindestens ein Unentschieden zu holen. Was dann auch fair gewesen wäre. Ja. Muss man ganz klar sagen. Das habe ich da immer gesessen und
Aber er hat ja Martellini in der 66. Minute ausgewechselt. Vielleicht war das ja der Fehler. Vielleicht hätte der noch das Tor gemacht. Ja, vielleicht. Ja. Der hat Veljkovic rausgenommen in der 66. Minute reingetan gegen Martellini. Also die Stark kam auch zurück in der 85. Also hat gespielt bis zur 85. Minute und ist gegen Alvero rausgetauscht worden. Da gibt es auch nochmal, was die Fans dann nach dem Spiel dazu gesagt haben, das möchte ich gleich nochmal vorlesen. In der 85. Minute haben sie auch Schmidt rausgenommen gegen Woltemade. In der 80. Minute haben sie Agu rausgenommen, der hat richtig schlecht gespielt. Also ich fand, das war das Schlechteste auf dem ganzen Platz. Der hat die letzten 3-4 Spiele schon nicht mehr gut gespielt. Gegen Bittencourt. Und in der 66. Minute noch der Stage raus gegen Konaski. Stage hatte auch keinen guten Tag, das muss man auch mal fairerweise sagen. Also irgendwie spielen die alle gerade so unter ihren Möglichkeiten. In der 47. Minute den Malen raus gegen Hummels. Also der Opa Hummels spielt wieder mit. Ja. Bin mal gespannt, ob der dann nachher in der Europamannschaft ist, so Nationalmannschaft fährt. Bin mal gespannt, ob der da wieder mitfährt. 66. Minute den Brand raus, den Adeyemi rein, der auch gleich die gelbe Karte gekriegt hatte. Der Füllkrug in der 66. Minute raus und der Özkan rein. Den haben sie ja ordentlich gefeiert, den Füllkrug, die Werder-Fans. Ja. Ne? Da haben sie ja auch moniert, das lese ich ja nachher mal alles vor, was die Fans gesagt haben. Aber da hätten sie gerne eine Runde mehr gehabt im Stadion. Ne? Da habe ich auch noch mal ein extra Video zu hochgeladen gehabt, das wir von Brigitte gekriegt hatten, meine ich. Liebe Grüße raus und es gibt auch schöne Grüße raus an Karl, die uns immer fleißig Wettervideos zukommen lassen. Wenn ihr das auch machen möchtet, das wäre auch sehr lieb. Ja. Gerade bei so Auswärtsfahrten. Ich packe nochmal, wenn ich hier zu Hause bin, Verlinkung drunter und eine E-Mail-Adresse drunter, wie ihr uns erreichen könnt, beziehungsweise wo ihr uns auch was zukommen lassen könnt. In der 75. Minute den Sancho rausgenommen gegen den Nimmischa. In der 85. Minute den Matzen rausgetan gegen den Benchebamimi. So, das ist eigentlich, kann man sagen, wenn man die Statistik erstmal vorsieht, Ballbesitz. Hat Dortmund 54,7% im Spiel. Das war aufgrund der ersten Halbzeit geschuldet. Weil danach sind sie nach einer roten Karte eingebrochen. Ich meine, bis dahin haben sie auch überlegen gespielt. Ich meine, die paar Chancen, die wir hatten, die gingen meinen Wort an Tor vorbei. Das war in der ersten Halbzeit war das gar nichts. Schüsse aufs Tor hatten beide 10. Schüsse neben das Tor hatte Dortmund 3-6. Das ist das, was ich meine. Das war ganz viel in der ersten Halbzeit, wo wir voll daneben geballert haben. Ja. Freistöße hatten die 6-8, Eckbälle hatten die 4, obwohl die es angeblich ja getrainiert hätten und damit wollten die uns ja schlagen. Das war so eine Vorspielberichterstattung, habe ich das ein paar Mal gelesen. Da hatten wir 11, da hätten wir mal was draus machen können. Aber da hat ja Dutschi immer die Ecken getreten, da waren ja immer die gleichen. Ey, Leute, ganz ehrlich, bei 11 mal Ecke und tritt immer derselbe. Da muss man doch selber mal merken, hallo, da muss man sich abwechseln. Man muss mindestens 3, 4, 5 Leute haben, die mal in der Ecke treten können. Also ja. Ich bitte dich, das ist eine Profimannschaft. Wir reden hier nicht für die F-Jugend, für ein Leben. Ich habe ja mit dem Fußball gespielt, ja, am Wochenende. Da habe ich gedacht, die Bälle verhungern, ne? Ja, er ist noch in der Übungsphase, mein Schatz. Ja, ich muss ihn immer abtrainieren, mit der Pickel zu schießen. Weil die Bälle fliegen überall hin, aber nicht aufs Tor. Abseits hatten beide 2, Einwürfe hatten wir 14, die 11, gehaltene Schüsse hatten beide 4 und Abstöße hatten wir 5 und die 12. Also Abstöße heißt ja, wenn du neben das Tor reinplumpst, ist ja auch logisch, weil wir haben ja immer daneben geballert. Fouls hatten wir 6 und die 8. So, und eigentlich war entscheidend für Werder, das wäre da mal so ein bisschen zum Zuge gekommen, weil wenn ein Spieler weniger ist, entstehen größere Räume. Mhm. So, und wenn man jetzt mal die Wechsel so ein bisschen auch sieht, die haben auch ein bisschen mehr auf die Defensive jetzt Wert gelegt gehabt, die Dortmunder. Werder hat eigentlich im letzten Impuls, außer Justin, das als Tor gemacht hatte, kam da nicht so viel. So, nee, nicht wirklich. Wir haben Woltemade nachher gebracht, Konaski nachher wieder gebracht. Das ist. Konaski hat fast die ganzen Spiele nicht wirklich gemacht, außer mal ein paar Minuten. Wie soll das vorne eingespielt sein, wenn dir kein Team vorne sind? Normalerweise, wenn du ein Trainer bist,
musst du zwei Spieler zusammenpacken und die werden ein Stürmerpaar. Und die musst du dann auf den Platz lassen. Also wenn er unbedingt Ducci und Justin zusammen haben wollte, beziehungsweise war ja vorher Boré, dann muss er quasi Kunaski und den Woltemade zusammenbringen. Ja. So, und dann muss er auch so tauschen, dass die sich einspielen können. Weil der Ducci hat ja auch in aller Kritik, die teilweise berechtigt war, teilweise aber auch ein bisschen weniger, ja auch gesagt gehabt, er muss immer mit anderen Stürmern spielen, wie willst du dich da einspielen? Mit Füllkrug wusste er, was er hatte, er wusste genau, wer die Pässe haben möchte. Oder wenn er mal angespielt werden möchte, wusste Füllkrug, wie er angespielt werden müsste. Das war eingespielt, alleine schon durch die zweite Liga, weil die ja immer gespielt haben. Und jetzt hat er das nicht mehr. Ja. So. Und jetzt fehlt ihm das komplett, dass er da quasi ein eingespieltes Duo hat. Und das ist jetzt gerade in der Offensive gerade voll das Problem. Scheinbar, obwohl die immer mit so Trainern. Das ist so ein bisschen Trainerfehler, meiner Ansicht nach. Du musst zwei Kumpels machen, die müssen zusammengeschweißt werden. Wie das mit Ducci und Füllkrug halt war. Und deswegen sage ich dir, Hase, ich gehe davon aus, Ducci haut ab Ende der Saison. Der wird Füllkrug folgen nach Dortmund, solange Terzic da vielleicht Trainer bleibt. Aber das glaube ich nämlich auch nicht. Es war ja eine Frage gewesen, du hast mir schon zu früh umgedreht, mein Hase. Nein, du hast das so hingelegt. Achso, Entschuldigung. Es kam die PK. Und die PK war ja, Terzic fing an, er war sehr zufrieden mit dem Sieg, war sehr glücklich, mit 10 Mann gut verteidigt, viele Ecken, Flanken wurden verteidigt, Konter haben zu schlecht ausgespielt, aber am Ende zählt die Mannschaftsleistung über das gesamte Spiel und das haben sie gut gemacht. Ole sagte dann Glückwunsch zum Sieg. Erste Halbzeit, die erste war, was Werder angeht, schlecht. Verteidigt, teilweise zu offen. Die zweite Halbzeit war aufgrund der roten Karte viel besser. Mehr Platz, wir kreierten mehr Torchancen. Hohe Bälle zum Umschalten wurden aber nicht genutzt. Die Tiefe wurde nicht so wirklich gesucht. Das zweite Tor von Dortmund war quasi auch, weil vorne an der Kette, vor der Abwehrkette, der Ball verloren gegangen ist. So, und dann hat nochmal ein Reporter nachgefragt, der Cater. Da habe ich auch nochmal extra Videos hochgeladen, wie der nämlich am Trainieren ist, im Stadion. Der hat ja nicht gespielt, saß ja eigentlich nur auf der Bank. Ja, so. Immer irgendwie. Ja, Ola hat das diplomatisch ausgedrückt, aber in Anführungszeichen sagte er, Cater war in der Woche mal wieder nicht beim Training. Zum großen Teil verpasste er also das Training und war deswegen nicht spielberechtigt, beziehungsweise in den Augen des Trainers, weil die anderen alle da waren und trainiert haben. Und warum soll er den denn bringen? Das ist quasi wie früher in der DI-Jugend. Wenn du nicht zum Training kommst, brauchst du auch nicht spielen. Ja. Die Frage ist eher, war er wieder verletzt? Was hatte er wieder? Was ist da wieder mal der Grund? So, und so ein Spieler, ganz ehrlich, nimm da einen Jugendspieler mit, gib ihm diese Zeit, scheiß dann einfach mal mit Anführungszeichen auf den Spieler, lass ihn mal als Denkzettel zu Hause. Ja. Auch wenn das ein Millionenmann ist. Denk, nimm einen Jugendspieler mit, hat er 1000 Mal mehr verdient als so jemand, der keinen Bock hat auf den Verein. Der ist auch am Saisonende, glaube ich, weg. Spätestens. Ja, bitte. Den ziehen sie jetzt nur durch, weil der in Afrika nicht wirklich gut war und deswegen keinen gefunden haben, der so dumm ist, den zu kaufen. Also, da musst du echt einen Dummen finden, der den haben möchte, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Da wirst du lutschen. Der Jubel da hinterher. Ja, also eigentlich kann man unser Fazit, wenn man das am Ende ziehen möchte, nur sagen, Dortmund gewinnt zu Recht mit 1:2. War in der Halbzeit dominant durch starken Leistungen und am Ende der zweiten Halbzeit konnten sie die Bude halt einigermaßen sauber halten und konnten das eigentlich über die Zeit retten und haben deswegen ihre 3 Punkte mitgenommen. Wir haben 25 Minuten gehabt. 25 Minuten. Plus 5 Minuten Nachspielzeit. Nein, das waren ja die 5 Minuten. Ach so. So, aber das hätte reichen müssen. Ja. Mindestens für ein Unentschieden. Ja. Hätte ich mit meinem 1:1 ja fast recht behalten. Ja. Leider haben wir wieder nicht geschafft. Ja, Interview gab es ja auch noch. Dann haben sie gefragt, Ole Werner, sein Fazit. Da hat er gesagt, gute Ballgewinne nicht umgesetzt. Viele Ballverluste. Drittens, letzter Pass kam nicht an. Viertens,
Vor den 02 wollten wir viele Sachen besser machen, konnten aber nichts davon umsetzen. Erst nach der roten Karte kippte das Spiel eigentlich in unsere Richtung. Grundstück war ja immer weniger. Ja. Das wurde auch in den Kreis am Ende, als das Spiel fertig war, da standen sie ja immer im Kreis und haben ein bisschen besprochen. Dann wurde er gefragt, wie das aussieht, ob die Mannschaft jetzt noch von Europa träumen darf. Da sagte er, er möchte die Mannschaft weiterentwickeln. Europa wäre ein Traum, muss aber auf die Tagesaufgaben mehr Wert legen. Ja, es ist eigentlich, wenn das dieses Jahr nicht klappt, dann muss man es nächstes Jahr versuchen. Aber wir müssen nach Europa, das ist dicke Geld, ne? Ja. Da wurde Justin gefragt, ob es verdient war zu verlieren. Dann sagte er, ja, wir spielen Angriffe schlecht zu Ende. Qualität von uns war heute deutlich schlechter. Es war schwer ansonsten zu... Ich kann meine Glaubklau nicht lesen, Hase. Tja, Dr. Schwester. Schwer ansonsten zu... Kann ich nicht lesen. Naja. War schwer ansonsten die Spiele und die Sachen umzusetzen, die haben falsch quasi gestanden und sowas, wollte er glaube ich sagen. Ich kann das nicht mehr lesen. Ja, ja, die Doktorschrift. Ja gut, und die rote Karte gab aber am Ende den Platz, den er brauchte für sein Tor. Es war gut herausgespielt mit seinen Spielkameraden, hat er gesagt. So, um das mal kurz zusammenzufassen. So. Das hast du schon, Hase. Das habe ich schon, mein Hase. Ja. Ja. Gut, hier oben, das wollte ich mal noch sagen. Ne? Werder hatte eigentlich noch von roten Karten ein gutes Spiel gemacht. Es war viel mehr drin, sagte ein Fan nach dem Spiel. Ein anderer Fan sagte, aktuell spielen die Spieler nicht gerade in ihrer Bestform. Und eine Bremerin, eine Werder-Fanin, keine Ahnung. Ein weiblicher Werder-Fan. Doch, du bist genau. Eigentlich haben wir so gute Spieler, aber irgendwie haben sie keine Lust, nach Europa zu kommen zu wollen. In Unterzahl musst du den Bums mehr haben, sagte sie. Alvero wurde von den Fans gefordert, er soll in Zukunft, wenn er eingewechselt wird, eher kommen. Ja. Füllkrug hätte gerne noch eine weitere Runde im Stadion drehen dürfen. Füllkrug darf gerne Erfolg haben als Dortmunder, Nationalspieler, aber bitte nicht gegen Bremen, sagten die Werder-Fans. So, ansonsten, das war meine Prüfung, die ich verhauen habe. Alle fertig. Haben wir eigentlich alles gesagt. So, ja. Also, es fällt ein bisschen auf, dass die letzten 3-4 Spiele eigentlich Abu abbaut. Ja. So, der Junge braucht mal einen Denkzettel. Es fällt ein bisschen auf, wenn die Gegner jetzt besser werden, dass mein Lieblingsspieler Martellini ein bisschen Schwierigkeiten hat, die laufen ihn da weg. Da muss er noch ein bisschen trainieren, vielleicht ein bisschen die Sprache besser, damit die sich besser hin absprechen können. Eigentlich hat er ja den Wumms und die Schnelligkeit, verstehe ich nicht, warum die ihn da weglaufen. Wahrscheinlich muss er noch besser gucken im Stellungsspiel, da macht er noch irgendwelche Fehler, kann ich mir vorstellen. Ja. Also wann laufe ich diesen Spieler an, um den quasi... Ja, sind meine Haare. Hm, war schon grau. Ich habe keine grauen Haare, ich bitte das. Eine zarte Elf hat keine grauen Haare. Wird immer so jung geschätzt. Ja, ja. Ja. Mein Hase Pups. Nein, du bist ein Pups. Abends im Bett. Du! Und schneiden tust du. Nein, du schneidest. Auf jeden Fall. Jedenfalls, Agu hatten wir jetzt, Martellini hatten wir jetzt, etc. hat das eine Ding da verschuldet. Aktuell ist das auch wieder so ein Wackelkandidat, der muss sich auch mal wieder zusammenreißen. Ja, aber er macht seine Sache aber auch so gut. Und dein Dutschi ist immer unsichtbar. Nein! Das würde dir vielleicht mal ganz gut tun, dass man den vielleicht auch mal erst in der 66. Minute bringt und gib mal heute mal, wir geben Bayern mal die Chance, dass das einfach mal sieht. Ja. Er braucht vielleicht mal eine Pause. Ein Denkzettel. Nein, wir nehmen eine Pause. Eine ja. Erholungspause. Ja, für den Leben braucht er auch eine Denkpause und jetzt läuft es besser, ne? Ja. Ja. So, ansonsten war das unser Video. Ich sag euch tschüss. Da wir heute unseren Kameramann nicht haben, weil er wieder bockig ist. Nicht wundern.
Wenn ich euch jetzt verlasse, ich muss mal eben das Video ausmachen. Ach, denk dran. Das Buch. Das Buch. Das kann man übrigens auch in Stauben haben. Warum ist da Staub drauf? Kann gar nicht, weil da immer was drauf liegt. Was? Da ist doch Staub drauf. Oh komm. Mein schönes Buch. Da habe ich übrigens ganz lange für gebraucht, so ein Cover herauszuarbeiten zu lassen. Das ja. ist ein, habe ich jemanden für, die macht Covers. Und da hat sie sich echt viel Mühe gegeben. Gut. Das ist selbstgemachtes Cover. Richtig, richtig schickes Buch. Und kann auch richtig gut lesen. Ja. Schön groß, ne? Normal. So, ich glaube, du hättest Schwierigkeiten. Tschüss, ihr Lieben.